die einfache, minimalistische Ruine in La Gomera, in der ich momentan Urlaub mache. Diese Ruine diente früher Kühen als Stall. Es hat auch in der Ruine noch einen Futtertrog, den zeige ich dir nachher mal. Und das Dach der Ruine war schon komplett eingestürzt. Hier auf diesen Terrassen lebt seit Jahren mein erwachsener Sohn. Und echt? Erst seit einem Jahr? Okay. Naja. Und ja, vor kurzem war unser gemeinsamer Freund Max bei ihm zu Besuch, auch für einige Wochen. Und diese Vorderfront war hier komplett eingestürzt. Und mein Sohn und Max haben sie dann wieder gemeinsam aufgebaut, und zwar ganz speziell, wie du hier auch schon so ein bisschen sehen kannst. Sie haben verschiedene Glasflaschen, Glasfenster, ja, mit eingebaut sozusagen, mit eingemauert, was ich besonders originell finde. Und Max hat dann auch noch eine kleine Veranda hier vor, eine überdachte Veranda hier vor gebaut. Aus Palmwedeln, Kanya und ja, so ein Stück Plane. So hat man dann hier vorne schön Schatten. Ja, hier in der Wand siehst du zum Beispiel ein ehemaliges Bullauge von einer Waschmaschine. Dann hier eine große Karaffe und dazwischen sind kleinere, unterschiedliche Glasflaschen, die sie mit eingemauert haben. Hier dann auch noch Glas von dicken Fenstern. Hier haben wir auch noch mal andere Glasflaschen. Hier dazwischen, ja, einmalig, habe ich so auch noch nicht gesehen, finde ich richtig toll. Hier sind Olivenölflaschen, so scheint dann auch, je nachdem wie die Sonne scheint, schimmert es dann grün ins Haus rein. Ja, und es kommt halt auch noch Licht rein, gut, das wäre jetzt nicht nötig, da vom Dach her schon bereits genug Licht einfällt. Und in dieser Ruine war früher mal an dieser Stelle eine Tür. Zuletzt war das aber einfach nur offen. Ja. Und hier war früher auch mal eine Tür. Das war aber auch nur offen. Ja, und die beiden haben jemandem geholfen hier im Ort. Und dafür haben sie dann diese alte Tür geschenkt bekommen. Und die hat Max dann eingebaut. Mit einem, wie ich finde, auch sehr originellen Griff. Ja, könnt ihr das mal noch von drinnen sehen, was ich hier für eine wunderbare Aussicht habe. Dieser Ort hier heißt Valle Hermoso und befindet sich im Norden von La Gomera. Der Ort ist jedoch ganz weit hier unten, den sieht man von hier gar nicht. Wir sind hier sehr weit oben und das hier ist der Stausee La Encantadora, auch sehr schön. Dort gibt es jede Menge verschiedene Entenrassen. Man darf auch dort baden. Und wie du siehst, hat es hier auch jede Menge Palmen. Hier wird auch noch von Hand Palmsirup hergestellt. Das habe ich auch schon beobachtet. Ja, das ist ein wunderschönes Tal hier.
und man hat einen fantastischen Weitblick. So, dann gehe ich mal mit euch rein. Hier hat Max auch noch ein ausgeklügeltes System gebaut. Ja, damit man die Türe von innen auch schließen kann, hat er hier so ein Holz befestigt, schräg, damit es hier reinpasst. Genau, weil es passieren kann, wenn es sehr windig ist, dass die Tür sonst aufgeht von alleine. Und dann hat er hier noch eine Schnur dran gemacht, die nach außen führt, so dass man die diesen Türschließer dann auch von außen wieder öffnen kann, indem man an dieser Schnur zieht. Ja, normalerweise haben diese alten Ruinen Stein oder Erdboden. Das kannst du hier auch sehen. Das hier mal hochhebe, ja. Ist ja jetzt nicht so gemütlich. Ja, und ich drehe mal eben um. Hallo. Ja, und mein Sohn und unser Freund Max haben von einem Gomero, nachdem sie ihm auch noch geholfen haben, zwei tolle, riesengroße, dicke Teppiche geschenkt bekommen. Und ja, haben sie die hier dann ausgelegt und so ist es natürlich deutlich gemütlicher und auch sauberer. Und da sie nur niedrigflorig sind, lassen sie sich sehr gut abfegen. Ja, das ist einmal der ganz große Teppich. Der geht auch bis ganz hinten durch. Richtig schön, wohnlich auch. Und hier oben siehst du den zweiten Teppich noch. Ja. Hier kann auch gekocht werden. Ich koche jedoch nicht hier. Ich koche bei meinem Sohn drüben in seinem kleinen Häuschen. Ja, hier bereiten wir uns nur unser Frühstück vor. Oder halten uns einfach so auf, indem wir ein bisschen lesen, was zeichnen. Ja, zum Beispiel habe ich auch eins meiner ersten Osternotizbücher mitgenommen. Da schreibe ich hin und wieder mal was rein, ja, Verschiedenes. Oder also verschiedene Notizen. Oder auch mal ein Gedicht oder mal was drin. Oder schreib einfach meine Gedanken auf. Ja, es ist praktisch dafür. Falls du Interesse an so einem Taschenbüchlein hast, ich habe noch eins, was jetzt nicht speziell für Ostern ist. Das ist allerdings dann für Kinder gedacht. Da hat es Malvorlagen drin und das komplette Alphabet. Und die ersten Zahlen, also von 1 bis 10 zum Anmalen und Nachfahren. Dann schau gerne mal in die Videobeschreibung. Da hat es die entsprechenden Links dazu. Ja, auf diesem Schränkchen habe ich mein Trinkwasser stehen. Hiermit reinige ich immer meine Hände. So ein bisschen Seifenwasser. Ja, und hier habe ich noch verschiedenes Obst und Gemüse, was ich hier lagere. Und hier hat Max auch noch aus einer alten Türe so eine Art Tisch gebaut, dass man eben eine Ablage hat, wo man seine Sachen abstellen kann. Hier ist dann noch ein Teil der Mauer. Die war komplett durch hier bis oben hin und auch bis ganz hier an die Seite, weil das zwei Räume waren. So ist das jetzt einfach ein Raum, finde ich auch angenehmer, so ist er nämlich schön groß. Ja, und hier habe ich eine Matratze, auf der ich wunderbar schlafe. Hier ist mein bisschen Gepäck, also nur das in der Mitte, das Kleidung drin und die beiden Sachen sind momentan mehr oder weniger leer. Dann habe ich hier noch eine Möglichkeit, ein paar Sachen aufzuhängen. Ja, auch hier oben sind jede Menge Nägel, an die man was anhängen kann. Hier siehst du jetzt nochmal die
die lustige Flasche von innen. Hier kann ich auch rausspickeln tagsüber. Das ist auch lustig. Oder auch hier. Ne? Ja, und hier hat Max sich verewigt. Mit einer, wie ich finde, sehr schönen Zeichnung. Und hier oben hat dann mein Sohn mit Max zusammen aus Kanya ein Gitterdach gebaut und darüber eine dickere Plane gegeben und auch noch ein bisschen Palmwedel. Und an den Seiten haben sie das mit Dachziegeln und Mörtel, also haben sie die Dachziegel mit Mörtel befestigt, hier auch und an der anderen Seite, damit das Ganze ein bisschen stabiler ist und die Folie nicht immer so bei starkem Wind immer hoch und runter weht. Ja, und die ist auch wasserdicht. Und so ist dieser Raum auch sehr schön hell. Ich habe mir hier allerdings jetzt gestern über meinem Bett meine schöne, mein schönes dünnes Tuch mit Skiwarm drauf befestigt. Weil das war mir hier dann doch ein bisschen zu warm tagsüber, wenn die Sonne schien. Und so habe ich jetzt hier Schatten und kann das hier sehr gut aushalten. Ja, und diese Ablage hier von Max, die nutze ich einfach, um mich zu waschen, meinen Körper zu reinigen. Dann habe ich noch einen alten Spiegel draußen gefunden, ja, dass ich mich auch ein bisschen sehen kann da drin. Ja, hier habe ich meine Kernseife, Zahnbürste und Schmuck und so weiter habe ich noch hier drin. Ja, und hier oben sind einfach noch leere Kisten, ein paar Sachen noch von Max. Und das hier war der sogenannte Futtertrog für die Kühe. Ich glaube, hier waren Kühe drin damals, ja. Ja, ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl hier. Und das Ganze ist kostenlos. Ja. Und vor allem habe ich hier keine anderen Gäste noch in der Nähe, wie man das ja hat, wenn man jetzt in einem Hotel zum Beispiel Urlaub macht oder in einem Haus, wo es mehrere Zimmer zu mieten gibt. Na, das sind dann auch immer andere Leute. Das habe ich hier nicht. Ich habe hier meine absolute Ruhe. Denn das Stallhäuschen von meinem Sohn ist noch ein ganzes Stück weiter auf der linken Seite. Dazwischen sind noch zwei Ruinen. Ja. Von daher bin ich sehr zufrieden. Na, muss ja nicht immer alles Geld kosten. Dann zeige ich euch noch die Toilette, also die selbstgebaute Toilette sozusagen, die wir benutzen. Die hat mein Sohn so sich ausgedacht. Es ist einfach ein Eimer, ja. Hier oben ist dann noch ein Gefäß mit Erde drin. Ja, der Toilettendeckel ist mittlerweile durchgebrochen. Keine Ahnung warum, das war schon so, als ich hier hinkam. Ja, da machen wir einfach unser Geschäft rein und danach kommt Erde drüber, bis der Eimer voll ist. Und er hat auf einer der oberen Terrassen dann einen bestimmten Bereich und dort schüttet er das dann hin. Und das wird dann mit der Zeit natürlicher Kompost. Ja, und reinigen tun wir uns hauptsächlich mit Wasser. Ja, ich mache jetzt bereits das zweite Mal hier in La Gomera Urlaub. Ich habe vor circa 4 Jahren hier auch gelebt mit meinem erwachsenen Sohn zusammen. Bin dann aber nach einer Zeit lang wieder nach Deutschland zurück. Ja, und momentan komme ich hier immer wieder zurück, um Urlaub zu machen, weil ich mich einfach so wohlfühle in La Gomera. Es ist meine zweite Heimat geworden, ja. Ja, dann war es das jetzt. Ich hoffe, die Eindrücke haben euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und sag mal, bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.